So, servus Leute, was geht ab? Ich bin heute am Start für euch aus Rumänien, wo ich gerade momentan im Urlaub bin. Wie einige vielleicht schon mitbekommen haben, die mir auf Instagram folgen und ein bisschen die Stories gesehen haben. Wollte eigentlich davor noch ein neues YouTube-Video machen, habe ich leider zeitlich nicht mehr geschafft. Zum Thema Reifen. Bei der Street Triple wollte ich noch was machen, weil ich jetzt den Road Attack 4 da drauf habe. Ah. Ja, hat zeitlich leider nicht mehr geklappt. War noch ein bisschen am Vorbereiten für den Trip jetzt. Bin jetzt seit circa 3 Tagen in Rumänien, in Brașov angekommen. Die Anfahrt hat sich natürlich ein bisschen gezogen. Von Deutschland aus habe ich ca. 3 Tage gebraucht, also waren ungefähr 1700 Kilometer und waren 3 lange Tage, die ich auf dem Moped gesessen bin tatsächlich. Und jetzt habe ich es geschafft, habe jetzt hier in Brașov einen Kumpel getroffen, den ich auf dem Trip letztes Jahr kennengelernt habe. Der hat leider kein Bike, schon schwer ich heute mit dem unterwegs. Schön. Aber wie man schon sieht, Leute, diese Straßen sind richtig, richtig geil, machen richtig, richtig Laune. Wer es auf mein Google Maps sieht, Alter, hier ist voll mit Serpentinen gerade. Straßenbelag auch super. Ich habe hier den Continental Road, Continental TKC 70 drauf. Was eigentlich Richtung Gelände auch ein Stück weit geht. Also ich würde sagen wahrscheinlich 80-90% eher Straßenreifen und vielleicht 10% Gelände. Also es sieht vom Profil her auch ein bisschen gröber aus. Optisch auf jeden Fall nice und gripmäßig kann ich bis jetzt auch mich überhaupt nicht beschweren. Also Fußraster, wie man gerade gehört hat, ist überhaupt gar kein Problem. Alter, ich muss mit meinem Schuh ein bisschen aufpassen. Ich bin hier auf Wanderschuhen unterwegs, weil aus gepäcktechnischen Gründen. Ich wollte Wanderschuhe dabei haben, aber Motorradstiefel und Wanderschuhe und noch Sneaker und noch irgendwie Schlappen für Duschen und so weiter. Die habe ich leider auch nicht dabei. Aber ja, man muss halt irgendwie gewisse Abstriche machen, ne? Wenn man auf dem Moped reist. Also wie gesagt, die Straßen hier machen richtig viel Spaß. Ich habe heute die erste Ausfahrt erstmal ohne Koffer und ganze Gepäck. Ist alles im Hostel und war ich heute mal draußen, habe ein bisschen Spaß gehabt. Aber muss leider sagen, was ein bisschen blöd ist, heute ist Sonntag und somit waren die Straßen auch entsprechend voll leider. Aber ja, mit dem Bike kommt man ja ein Glück immer ganz gut durch. Trotzdem, wäre schlauer gewesen, Montagmorgens ist sowas zu gehen. Morgen geht es wahrscheinlich nach Sigisoara. Und auf dem Weg dorthin wollte ich die Transafasagaran. Alter, ich kann es auf jeden Fall immer noch nicht aussprechen. Transafasagaran. Ja, whatever. Ich schreibe den Namen einfach mal dazu. Die wollte ich auf jeden Fall fahren, weil die soll mit der Transalpina hier auf jeden Fall die geilste Straße sein. Bin ich sehr gespannt, habe ich richtig Bock drauf. Werde wahrscheinlich leider mit Gepäck fahren, da ich dort in der Nähe wahrscheinlich pennen werde. Da der Weg ansonsten zu weit wird, nehme ich mal an. Muss mal gucken, wie es zeitlich alles aussieht. Aber muss sagen, die Entfernung hier im Land, also das Land ist schon relativ groß. Und somit sind die Entfernungen auch dementsprechend. Und gerade wenn du halt so Straße wie hier hast, dann brauchst du halt. Dankeschön. Dann brauchst du halt für 50 Kilometer gut mal eine Stunde. Oder zwei, je nach Verkehr und Straßenbeschaffenheiten. Jo, aber bisher muss ich sagen, auf. Scheiße, Alter. Die Fußraster bei der Honda sind halt
irgendwie ja, relativ tief. Nicht ganz so viel Bodenfreiheit. Aber macht aber trotzdem saumäßig viel Spaß. Also das Bike ist richtig geil für die Straßen hier und auch von der Anfahrt her war sehr, ja, ich würde jetzt angenehm sagen, vielleicht ein bisschen übertrieben. Natürlich tut dir der Arsch nach 8 Stunden sitzen weh. Aber so von der Sitzhaltung und allem drum und dran richtig nice. Was ich mir auch noch gekauft habe, ist hier dieses kleine Teil. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall ein Tempomat. Ich kann hier Gas geben, das nach vorne drücken, loslassen und die Karre fährt einfach weiter. Was halt ziemlich geil ist für lange Autobahnanfahrten, wenn es ewig geradeaus geht und du irgendwie 110, 120 fährst, dass dir nicht die Hand wegpennt, ist das auf jeden Fall super angenehm. Ja, ansonsten, was lässt sich zum Land sagen? Für aus Deutschland, Österreich, der Schweiz kommende Menschen erstmal sehr billige Preise, in Anführungszeichen. Also es ist nicht alles so günstig, wie man vielleicht denkt, aber ich würde sagen, generell schon mindestens die Hälfte vom Preis, was du jetzt in Deutschland für irgendwas bezahlst. Also ich glaube auch Sprit kostet hier einen Liter 1,10 € oder sowas grad und mit der Bahn, mit dem Bus fahren ist auch echt günstig, kannst halt auch für 1 €, wo du bei uns irgendwie 5 € oder sowas zahlen würdest. Und landschaftlich, Leute, guckt euch das an, Alter. Berge, Wälder ohne Ende, mega nice, mega viele Biker auch unterwegs. Gestern hier gewesen in der Nähe, ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch finde oder ob wir schon vorbei sind, da war auf jeden Fall ein Motorradfestival, wo richtig viele Biker waren und auch eine Band gespielt hat und sowas. Da hat mich ein Kumpel eingeladen, Shoutout an der Stelle an Edwin Christoph, ich verlinke dich unten. Er versteht mich leider nicht, weil er aus Rumänien kommt, aber wir schreiben seit, ja gut, Digga, alles klar. Wir schreiben seit, der hat mich damals über YouTube gefunden und der fährt halt auch eine GS500. So sind wir in Kontakt gekommen und dann habe ich gesagt, hey Digga, ich bin jetzt in deinem Land unterwegs, hast Bock dich zu treffen und dann hat er mich und meinen Kumpel da jetzt aufs Festival eingeladen. Super netter Typ, hat mir ein Bier ausgegeben. Also Gastfreundschaft hier auf jeden Fall am Start. Ja, war richtig nice, muss ich sagen. Macht auf jeden Fall Spaß bis hier. Wer Bock hat auch auf Wandern, ist natürlich auch top hier. Es gibt allerdings Bären, muss man ein bisschen aufpassen, aber in der Regel bist du, glaube ich, schon safe. Wenn man sich entsprechend verhält, sollte das passen. Also ich war vor ein paar Tagen wandern und ich habe leider in Anführungszeichen keinen gesehen. Ist so eine Sache. Man hätte schon Bock drauf, ne? Aber auf der anderen Seite hast du auch, glaube ich, irgendwie keinen Bock drauf einzusehen, weil das ist ein bisschen, ja, so, Digga, was mache ich jetzt? 3 Tage später. Hier war das Festival. Perfekt. Sieht man nochmal schön zum Abschluss. Ja, und das war das Gelände. Da ist heute leider keiner mehr. Und leider habe ich es auch gestern verpeilt. Wir sind mit dem Zug hingefahren. Ich hätte gerne meinen Helm mitgenommen, weil da waren auch richtig viele Bikes zur Probefahrt zur Verfügung gestanden. Hätte ich mal die neue Street Triple fahren können. Mensch. Ja, leider nicht. Nächstes Mal wieder. Vielleicht in Deutschland mal. Wäre mal geil dazu ein Video zu machen. Hätte ich mal richtig Bock drauf. Mal die so ein bisschen zu vergleichen mit meiner. Und naja, wow. Wenn ich zurück bin, kommt erstmal noch ein Video zu den Reifen. Und wahrscheinlich kommen noch ein paar andere Videos, was die Reise hier angeht. Vielleicht noch ein bisschen was zum Thema Packen, Camping, Planung, was man alles braucht. Weiß nicht, ob ihr da Bock drauf habt. Ich hätte schon Bock drauf, sowas nochmal auf jeden Fall aufzunehmen. Und ja, dann würde ich mal sagen, ich gehe noch ein paar Kurven fahren. Passt auf euch auf, ride safe und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute.